Ich denke, okay, wir starten. Willkommen zur zweiten Runde. Wir hören einen Vortrag von Herrn Bernhard. Herzlich willkommen. Okay. Er ist CTO bei Gentix. Gentix wird jeder kennen, glaube ich. Hoffe ich. Stellen Sie sich noch vor, ja, ja. Ein paar Worte über die Firma. Ja, mache ich gerne. Ja. Gut. Er ist Mitglied des World Wide Web Consortium für HTML. Das heißt, er ist ein Vielgereister. Er hat den Aloha Editor aus der Taufe gerufen. Du wirst heute einiges davon erzählen. Genau. Soll ich was dazu sagen, dann machen Sie was. Ich erzähle viel. Herzlich willkommen. Gib mir 5 Minuten Zeit mehr. Hallo, danke schön. Ja, hallo, ich bin der Heimo. Ich arbeite bei Gentix. Gentix ist ein CMS- und Portalhersteller. Also wir haben unser eigenes CMS entwickelt und eine Portalsoftware. In Wirklichkeit ein Portlet-Container. Schauen wir mal, was ist ein Portlet-Container. Ich mache ein bisschen Vorlesungen auch auf der Donau-Uni und ich bin in der Arbeitsgruppe HTML vom W3C als Invited Expert. Arbeite ich an einem speziellen Teil von HTML5 mit, nämlich dem Teil Kapitel 8, 8.5, wo es geht um Content Editable. Das ist auch das Herzstück vom Aloha-Editor ist. Und ich arbeite eben, habe den Aloha-Editor aus der Taufe gehoben und arbeite auch mit RDF Query. Und RDF Query werden im Herbst auch in eine interessante Phase bringen. RDF Query wird als erstes JavaScript-System vollständig die RDF-Spezifikation umsetzen. Ja, das ist sozusagen mein Hintergrund. Und Gentix hat sich vor ungefähr 1,5 Jahren eine neue Vision gesetzt und gesagt, wir sind das kollaborative CMS mit dem besten Editor der Welt. Das war sozusagen die Ausgangssituation. Wir haben gesagt, als CMS-Hersteller, irgendwie müssen wir uns unterscheiden. Es gibt 5000 CMS-Hersteller in Deutschland. Leute, die sagen, sie seien CMS-Hersteller und so weiter. Wir haben gesagt, ja, was können wir besser als die alle? Dann haben wir uns mal überlegt, es gibt ein paar Webseiten im Internet, ungefähr 14 Billionen, das sind 15 Nuller. Circa. 15. Milliarden, nein, Billionen, okay, jetzt sind 12. Also 14 Billionen Webseiten, ist ja ein ganz schöner Batzen. Irgendwie müssen die ja in das Internet eingekommen sein, möchte man meinen. Und vermutlich nicht von alleine, nicht durch Maschinen, also wahrscheinlich haben die Menschen irgendwie eingeben. Das heißt, irgendwann einmal ist jemand vor einem Computer gesessen und hat den Inhalt eingegeben. So, und diese 14 Billionen Webseiten müssen heute auch wieder gewartet werden und gepflegt werden. Ne? Und wer macht denn das? Also im Normalfall machen das Internet-User. Das heißt, die gehen vom PC, gehen ins Internet ein, machen Browser und bearbeiten diese Webseiten. Üblicherweise sind es keine Hacker. Was passiert jetzt aber bei den klassischen CMS-Systemen? Da kommt so eine Webseite, dann kommt so ein Kastel und da muss man Text eingeben. Das geht ja nur kurz gut. Aber wenn man versucht, kompliziertere Sachen zu machen, zum Beispiel Tabellen oder irgendwelche anderen Sachen einzugeben, dann wird es schon ganz viel schwieriger. Und wenn Sie mal probiert haben, was zu kopieren aus dem Word in so einem Textfeld und nicht gerne Formatierungen dabei haben, dann wissen Sie, wovon ich rede. Und das ist ein bisschen ein Problem. Und das haben wir gesagt, das Problem wollen wir lösen. Microsoft hat das ganz gut gemacht. Nicht? Die haben mit dem Word praktisch eine interessante Sache gemacht. Die haben gesagt, ja gut, wir drucken die ganze Zeit so ein Papier. Jetzt war es doch eigentlich super, wenn ich jetzt auf meinem Computer das Papier so sehen würde, so wie es dann der Drucker ausspuckt. Ja, das ist super. Dann haben sie gemacht mit Word. Hat funktioniert da ganz gut und heute ist das, sei es gewöhnt. Wir wollen im Word das genauso sehen, wenn wir das Bild nach rechts schieben, soll das rechts sein, wenn wir einen Textkursor machen, soll genauso auserkennen. Also wir wollen es exakt so sehen, wie das ist. Jetzt ist das im Internet auch so. Da gibt es ja ganz viele Editoren, die nennen sich WYSIWYG-Editoren und sagen, what you see is what you get. Da fällt mir so ein schönes Beispiel ein, wenn ihr einen Urlaub plant, dann können wir sich Hawaii vorstellen, den Strand von Hawaii, hat ja was mit Aloha zu tun. Und man bucht aufgrund von diesem Prospekt diesen Urlaub und what you see is what you get, wird dir versprochen, nicht? Und in Wirklichkeit schaut es so aus. Und so ein bisschen das Gefühl ist das mit diesen Editoren. Das heißt, wenn ich heute eine Website habe, zum Beispiel die Aloha Editor Webseite, und ich möchte jetzt den Text da bearbeiten, den da, dann mache ich einen WYSIWYG-Editor auf, schaut so aus. Oder nicht so. So. What you see is what you get. Das ist nicht ganz what you see is what you get. Und das war dann ein bisschen die,
die Ausgangslage für uns, wo wir gesagt haben, wir wollen das ändern. Wir wollen what you see is what you get machen, und zwar wirklich genauso wie es ist. Und zu uns in Gentix sind immer wieder die Kunden herangekommen und haben gesagt, warum ist das Bearbeiten im Internet so schwierig? Warum ist das nicht so einfach wie im Word? Im Word gehe ich einfach hin und klicke und schreibe und es funktioniert. Warum ist das im Internet so schwierig? Und das war die Ausgangslage für eine Leute, die haben gesagt, so, das ändern wir. Und das haben wir geändert. Jetzt will ich das ja gleich mal sagen, wie das ausschaut. Also jetzt muss ich doch, okay, drauf gehen, klicken. Jetzt geht es im falschen Bars auf, auch gut. So. So. Das ist jetzt die Webseite. Haben wir Logo-Editor. Und wenn wir jetzt schon so groß versprechen, what you see is what you get, dann soll das ja auch so sein. Und wenn wir uns jetzt diese Webseite anschauen und den Text anschauen von der Webseite und ich möchte es ändern, dann klicke ich einfach da rein und ändere es. Kann die Überschriften ändern, kann meinen Text ändern. Jetzt ist die Webseite verändert. Und das ist die Leistung, die ein Logo-Editor bringt. Unter anderem. Unter anderem, dass wir auch Links bearbeiten können, Links da drinnen bearbeiten können, machen können, eingeben können und verschiedene andere Dinge, die diese Architektur mit sich bringt. Also es ist eine komplett neue Art und einzigartige Art und Weise, Webseiten zu bearbeiten. Mit der Technik hat man noch ganz andere Möglichkeiten, und dass das eine ganz herausragende Technik ist, möchte ich Ihnen zeigen an einem Beispiel, das wir gemacht haben, wo wir ein bisschen HTML5 Implementierungen ausgetestet haben. Das Beispiel ist entstanden bei der Aloha Editor Konferenz in Wien, wo sehr viele Teilnehmer waren, internationale. Und Sie sehen jetzt schon, da ist auch der Aloha Editor, der Text ist rückwärts. Und sogar während sich der Würfel ändert, kann ich den Text bearbeiten. Und habe natürlich alle Bearbeitungsmöglichkeiten, die ich mir von so einem System erwarte. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ins Extremum geführt, aber was ich damit zeigen will, ist einfach die herausragenden Möglichkeiten, die der Aloha Editor mit sich bringt. Das heißt, Sie können wirklich what you see is what you get machen. Mit allen Webseiten. Und das hat ganz interessante Aspekte, weil fürs Marketing ist das interessant, wir wollen den Text genauso haben, wie der draußen sein soll, und für verschiedene andere Aspekte auch. So, und jetzt, um diese Technik zu erstellen, das war nicht so schwierig. Das können wir als Gentix. Also wir können programmieren und wir können da was Gescheites programmieren. Ja, macht das Know-how dazu. So, jetzt ist die Fragestellung aber, können wir in Long Term so eine Technologie maintainen? Da kriegen wir ganz viele Probleme, weil die Browser verändern sich laufend, das ganze Web verändert sich. Und wir werden es nicht schaffen, in Long Term das zu maintainen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen diese Software Open Source. Wir releasen sie ins Public und wir bauen eine Community um diese Software herum. Eine Community, die ein Eigeninteresse hat, diese Software weiterzuentwickeln. Und die auch mitarbeitet und nicht nur konsumiert. Und das ist die Schwierigkeit. Wir haben sehr viel Theorie gehört von Open Source. Ja, wir haben eine tolle Software gemacht, 10 Mann-Jahre investiert, jetzt machen wir sie Open Source und dann entsteht automatisch Dokumentation, sie wird automatisch weiterentwickelt und alles geht ganz von alleine. Also ist das aber nicht in der Realität. Man macht eine Software und dann passiert gar nichts. Dann nutzen es die Leute und sagen, bitte fix den Bug. Es ist die Realität. So, und jetzt muss man natürlich schauen, wie kriegen wir das, wie kriegen wir diese Software überhaupt weiterentwickelt? Was müssen wir dafür tun? Die erste Aufgabe war mal, wir brauchen mal Nutzer von der Software. Weil wenn wir Nutzer haben, dann entsteht ein Eigenbedarf und die haben selber ein Problem und haben ein Eigeninteresse, das auch zu nutzen. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich eben über den Jens Hoffmann, den ich kennengelernt habe, der ist da links oben, der ist UI-Lead von Typo3 und der Kasper ist der Erfinder von Typo3, dass ich die kennengelernt habe und die haben sich entschieden, ja, wir machen Typo3, die Version 5, die nächste Version mit dem Aloha-Editor. Das war ganz ein interessanter Schritt für uns, weil vor allem haben wir User und Programmierer und eine riesen Community. Und da hat sich jetzt eine Beziehung entwickelt zwischen Typo3 und zwischen dem Aloha-Editor, die sehr intensiv ist. Das heißt, wir entwickeln jetzt gemeinsam, wir machen gemeinsam Konferenzen, wir machen gemeinsam Entwicklungszyklen, wir machen gemeinsam Sprints. Und Typo3 entwickelt Anforderungen, die Sie in Ihrem System haben, entwickeln Sie direkt in den Aloha-Editor rein. Und das Ganze geht jetzt noch weiter. Wir haben es mittlerweile auch geschafft, dass Dries, der Erfinder von Drupal,
auch Interesse hat, den Allo-Editor in den Kern vom 8er zu integrieren, von Drupal 8. Plone wird Allo-Editor implementieren. WordPress hat es jetzt einen Merge gegeben von einem Plugin. Das heißt, WordPress hat ein Frontend-Editing-Plugin gehabt und wir haben ein Allo-Plugin gehabt und das Frontend-Editing-Plugin von WordPress ist mit dem Allo-Plugin verschmelzt und es wird jetzt das Frontend-Editing-Plugin. Locomotive ist ein Ruby on Rails CMS. Midgard ist ein Open-Source-CMS aus Finnland. Und OTRS, haben wir heute schon mal gehört, ist eine Bug-Tracking-Software, die auch den Allo-Editor verwendet. Plötzlich haben wir einen Nutzer und die haben natürlich ein Eigeninteresse auch, dass der Allo-Editor weiterentwickelt. Das war für uns ganz ein wichtiger Schritt und der ist jetzt alleweil weiter. Der wird sich alleweil weiterentwickeln und wir glauben, dass wir in absehbarer Zukunft einen relevanten Marktanteil mit dem Allo-Editor erreichen können als Editing-Plattform. Ja? Mit WordPress hat 55% vom CMS-Markt, dann Drupal 6%, Typo 3%, das sind über 65% vom CMS-Anteil, die potenziell den Allo-Editor verwenden können. Das heißt, es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass auch Sie irgendwann im nächsten Jahr den Allo-Editor in irgendeinem System treffen werden. Das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich jetzt ein Ökosystem, auf dem wir sehr gut arbeiten können und mit dem wir weiterentwickeln können. Jetzt ist es aber nach wie vor so, dass die Systeme herkommen zu uns und sagen, na, entwickelt doch was. Ja? WordPress sagt das oder auch Drupal sagt das, ja, das funktioniert ja noch nicht und so weiter. Ja? Wir wollen jetzt noch nicht so mitarbeiten. Das heißt, es ist noch sehr viel Community-Arbeit notwendig, um das auch zu erreichen. Und das möchte ich noch ein bisschen weiter erklären. So, wie hat das Ganze angefangen? Wie haben wir das technisch überhaupt realisieren können? Mit HTML5 habe ich schon erklärt, Content Editable Chapter 8.5 haben wir ein bisschen gelesen und implementiert und es kommt in das Attribut Content Editable. Alles, was in HTML5 spezifiziert ist, kann bearbeitet werden. Fantastisch. Wozu brauchen wir dann überhaupt den Allo-Editor? Ja? Wenn man jetzt aber ein bisschen genauer liest, zum Beispiel durch Spezifikation 8.5, das ist ein Break von einem Block. Also wenn ein Blockelement, da gibt es Inline-Elemente, Blockelemente, wenn ein Blockelement umgebrochen wird, wie hat das zu funktionieren? Steht in der Spezifikation. Und es steht dann, the exact behavior is user agent dependent. Was heißt das? Das ist eine Spezifikation, die spezifiziert, dass das Verhalten browserabhängig ist. Was ist das für eine Spezifikation? Das ist eine Nicht-Spezifikation. Ich kann den ganzen Aufsatz streichen. Das ist komplett irrelevant. Und de facto passiert es ja. Das heißt, das Kapitel 5 Content Editing ist absolut unbrauchbar. Für den Entwickler. Weil er nicht weiß, was passiert. Es passiert irgendwas. Und das ist auch die Realität, mit der der Entwickler kämpft. Und das ist etwas, was der Allo-Editor lösen will. Wir wollen, dass die Benutzer nicht Markup lernen müssen, weil es seien keine Hacker. Sondern die sollen einfach editieren. Wir wollen, dass das Editieren nicht ein Reload von der Seite verursacht, weil der klickt ein und ist drinnen und bearbeitet. Wir wollen keine iFrames, weil da passt die CSS nicht, muss die Embedded CSS durchschleifen und so weiter. Das ist ein technisches Problem. Wir wollen keine Menüwüsten. Der Allo-Editor arbeitet kontextabhängig. Wenn Sie das einmal benutzen, dann werden Sie das fühlen, wie das ist. Das kann man gar nicht erklären. Man sieht nur 15 Symbole auf einmal, hat aber über 50 Möglichkeiten. Die verändern sich. Je nachdem, warum habe ich bei dem Menü die Tabellenbearbeitungsfunktionen ausgegraut? Was will er mir damit sagen? Ich kann sie nicht verwenden als Sender. Die blockieren meinen Fokus. Ich habe 20, 30 Elemente, die ich nicht benutzen kann. Die blockieren mich. Also die Menüwüsten. Die Browser. Wenn man ein Wort fett macht, passiert im Firefox ein Span Font Style Bold. Im Internet Explorer Strong. Chrome Bold. Das ist nicht brauchbar für einen Entwickler. Beim Allo-Editor kommt ein definierter Output raus. Das heißt, wenn ich Bold klicke, kriege ich in jedem Browser ein Bold Tag. So wie man sich das vorstellt. Interessant ist dieses kleine Detail beim Internet Explorer, das mir immer wieder gefällt. Das heißt, der macht auch den DOM kaputt. Das verstehe ich technisch überhaupt nicht, weil er in seinem Speicher hat er Trees und Knoten. Wie kann er einen Knoten kaputt machen? Das ist also für mich ein technisch interessantes Phänomen. Also, einfach bearbeiten soll, das ist das Ziel von Allo-Editor. So, jetzt das einfach bearbeiten ist mal ein Business Case, mit dem kann man schon arbeiten. Jetzt gibt es aber noch eine andere interessante Sache. Einfach bearbeiten ist noch nicht genug. Es muss auch noch cool sein. Es muss cool sein. Der Allo-Editor ist cool. Und wir haben
Feedback gekriegt von den User, ja, warum wollt ihr nicht verwenden? Ja, das ist halt cool, wie das Menü da herumfliegt und so, das ist cool. Also cool ist ein relevanter Faktor bei Software. Und jetzt möchte ich ein bisschen eingehen, warum ist cool ein relevanter Faktor? Stellen wir uns mal die Technologie, den Technologie-Stack vor von Software. Ja? Dann haben wir mal so Basistechnologie. Die unterste Schiene, breite Technologie gibt es verfügbar. Java, PHP, .NET, Server, das brauchen wir nicht diskutieren. Was ist besser, was ist schlechter, ist eine Religionsfrage. Die Unterschiede sind marginal. Wir haben eine solide Basistechnik, also die funktioniert. Dann schauen wir uns das System an, das hat Features. Wenn ich jetzt mal ein CMS-System hernehme, noch besser, Wiki-System. Kennen Sie wahrscheinlich alle die Wikimatrix? Fantastisch. Millionen von Features. Ja. Super, alle können alles. Perfekt. Also auch kein wahres Differenzierungsmerkmal. Was bleibt jetzt da noch übrig? Die User Experience ist die Pyramide von der Software. Das heißt, was empfindet der User, wenn er es verwendet? Löst es sein Problem? Das ist eine Empfindung. Ja, mein Problem ist gelöst. Super, bin glücklich. Ja, ich finde den Knopf nicht. Ich finde den Knopf nicht. Ja, das ist kein technisches Problem. Das ist ein User-Problem, der ist unglücklich. Also User Experience ist ein relevanter Aspekt und ist am wenigsten ausgeprägt. Technologie ist sehr ausgeprägt. Features weniger ausgeprägt, aber doch User Experience ganz wenig ausgeprägt bei Software-Developer. Warum ist das jetzt aber relevant? Wenn wir uns jetzt die Entscheidung anschauen, auf welchem Merkmal wird eine Software verwendet oder gekauft, dann ist das genau der Gegenüber, also der Restbereich ist das Entscheidungskriterium. Bei der Technologie gibt es sehr wenig Differenzierungsmerkmal, also tragt es wenig zur Entscheidung bei. Bei den Features schon ein bisschen mehr. Aber heutzutage ist the battlefield of the future of software is user experience. Sehen wir bei Apple. Warum kaufen die Leute das Zeug? Das ist cool. Das ist doch leider Linux eigentlich, aber ein bisschen cooler halt. Und das ist ein relevanter Faktor für die Softwareentwicklung. Und den haben wir natürlich auch beim Malware Editor intensiv eingesetzt. Das heißt, was soll das? Das ist das Light Framework, die Policy, nach der Malware Editor entwickelt wird. All interactions should react in real time and give immediate clear feedback to the user. The user should see the exact result of its action immediately. Also alles in Echtzeit. Da gibt es nicht okay oder so irgendwas. No apply or confirm action should be necessary. It's done when you do it. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, auf den ich noch ein bisschen eingehen. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Ja, wenn ich jetzt den Link eingebe, wo kann ich okay sagen? Also, wieso brauchst du okay sagen? Instead, everything can be reverted. Natürlich, wenn jetzt natürlich alles sofort passiert, dann muss ich auch die Sicherheit haben, dass ich wieder rückgängig machen kann. Weil dann traue ich mich alles zu tun, ich mache einfach rückgängig. Every action should be completed with the minimum possible interactions. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ein Business-Faktor. Der ist ein relevanter Business-Faktor, die Anzahl der Interactions. Everything can be done automatically, should be done automatically. Schauen wir uns mal den OK-Button an. Der ist super bei den ganzen Dialogen. Okay. Ich stelle es ein, ich mache OK. Toll. Gibt es noch einen tollen Knopf, der heißt Apply. Der Dialog, den mag ich natürlich besonders gern. Den werde ich ganz super. Was ist Apply? Das heißt, jetzt wende ich es an. Warum gibt es die Checkbox, wenn sie nicht das tut? Soll ich sie ausprobieren vorher, ob sie funktioniert? Also wenn ich klicke, dann soll das passieren. Warum brauche ich den OK-Button? Ich soll es einfach wieder zurückgängig machen können, brauche ich das nicht. Warum muss ich OK klicken? Bitte. Man sollte über die Kirche im Dorf lassen. Nicht, weil ich gegen das Ganze bin, aber nur, das ist strukturell gewachsen. Und der User ist mündig oder nicht mündig, der dieses anwendet. Und da gibt man die Sicherheit. Vielleicht kann man die Sicherheit da anders spielen. Wer mit Apple arbeitet, der hat ein anderes Fingergefühl. Vielleicht kann man ihm das Gefühl auch anders geben, wenn ich nämlich alles rückgängig machen kann und der nicht einen Fehler machen kann, dann... Da kann man nichts rückgängig machen. Bei der Checkbox. Ist es nicht so, dass man mehrere Sachen ändert, man hat jetzt auch 120 Tabs und man weiß dann nicht mehr, was man genau umgestellt hat und wann wie das umgestellt hat und dann sage ich einfach Cancel und dann bin ich wieder zu. Man kann alles diskutieren. Wenn ich so ganz einfache Aktionen habe, wie zum Beispiel die oder ganz minimale Aktionen, dann brauche ich keinen OK-Button oder beim Radiosender, wenn ich Sender wechsle, der wechselt einfach. Warum muss ich da OK sagen? Oder ja, sagen wir noch ein Beispiel. Das ist ja nicht nur so Einzelaktion, ja.
Aber ja, es gibt ja auch in Dialogen Abhängige, die sind voneinander abhängig. Das eine hat Einfluss aufs andere. Wenn sie gleich ausführen, immer das, was sie anklicken, können sie die Abhängigkeiten gar nicht feststellen. Es gibt sicher Situationen, wo das nicht ist, aber sehr, sehr viele Situationen ist es aus meiner Sicht nicht notwendig. Man kann sich Geld sparen. Und man soll sich dort sparen, was ja auch nicht notwendig ist aus meiner Sicht. Und es muss ja auch nicht okay heißen, sondern der Button, der kann ja auch sagen, was er tut. Er kann mir ja richtig mit mir sprechen. Also wenn man sich Software anschaut, die das versucht so umzusetzen, dann wird man erleben, dass das ein anderes Gefühl ist. Ich muss nicht okay sagen, sondern der kann mir sagen, wenn ich jetzt ein Dialogfeld ändern möchte und die Daten jetzt irgendwo hinspeichern möchte, dann sage ich, okay, jetzt speichere das ab oder jetzt wende ich diese Änderung an oder jetzt formatiere ich die Festplatte oder was. Da muss ich nicht okay sagen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das aus meiner Sicht zu verbessern. Gut. Das einmal zum OK-Button, den wir eliminiert haben und wo viele andere Buttons, die wir auch eliminiert haben und die durchaus gutes Feedback ergeben. Was hat jetzt das Ganze uns gebracht? Wir haben versucht, die Anzahl der Interaktionen mit der Keystroke-Level-Model zu messen. Das heißt, das ist eine Methode, wie ich Interaktionen mit dem Gerät und mit der Software messen kann. Ein Tastenklick ist eine Zeiteinheit. Eine Bewegung von der Tastatur zum Maus ist eine Zeiteinheit. Ein Mausklick ist eine Zeiteinheit. Ein Mausbewegung ist eine Zeiteinheit. Da ist der Aloha-Editor 25% schneller als alle anderen Editoren. Was bedeutet das fürs Business? Wenn man sich jetzt anschaut, was Editieren kostet, und wir haben eine Zahl genommen von Wikipedia, man kann jetzt nehmen, was man will. Und nehmen wir an, wir haben 35.000 User, wir machen ungefähr 4 Millionen Edits und brauchen zum Exekutieren der Bearbeitungszeit ca. 2 Minuten. Das seien Daten, die Wikipedia gemacht hat. Wenn du das jetzt auf ein Unternehmen münzt, dann seien das 8 Millionen Minuten Editing pro Monat, ungefähr bei 35.000 User. Das seien 4 Stunden pro Monat, eine Stunde pro Woche Editierarbeit in einem Wikisystem zum Beispiel. Klingt durchaus plausibel. Wenn ich das jetzt umrechne in Kosten, dann kriegen wir auf 3 Millionen Kosten pro Monat, die Editierenprozesszeit kostet an Unternehmen mit 35.000 Mitarbeitern. Kann man sich beliebig jetzt runterrechnen und mit den Zahlen spielen. So, was passiert, wenn ich diese Editierbearbeitungszeit um 25% reduzieren kann? Mit einer Leute. Das ist ein Sparpotenzial für ein Unternehmen von 10 Millionen Dollar. Die Zahlen kann man jetzt interpretieren, wie man will. Kosten werden ja tendenziell, Mitarbeiterzeitkosten, das ist ja tendenziell ja nicht so berücksichtigt bei Bewertungen. Aber es ist ein relevanter Faktor und es ist ein Business-Faktor, der aufgrund von einer sorgfältigen Planung der Interaktionen zurückzuführen ist. Das heißt, damit kann man auch einen relevanten Business-Faktor machen. Ich will es schon fertig machen. Fünf Minuten habe ich noch. Okay, gut. Dann erzähle ich, was wir tun, um die Entwicklung weiterzutreiben und die konstant zu erhalten, unsere Community zu bilden. Wir entwickeln mit einem Core-Team und wir haben eines gemacht, wir haben so T-Shirts gedruckt. Core-Team. Und das Core-Team vom Aloha-Editor setzt sich aus den Entwicklern zusammen. Da ist der Benjamin, ein fantastischer JavaScript-Entwickler aus Australien, Nico, Frankreich, Belgien. Also es ist ein internationales Team, die sind alle im Februar nach Wien gekommen und jeder Core-Entwickler hat so ein T-Shirt gekriegt. Das war ein Wahnsinnseffekt. 29 Euro haben die T-Shirts gekostet und die haben sich gefühlt wie Könige. Das heißt, wir stellen die Core-Entwickler plakativ mit Bild schön dar. Das heißt, die werden gelobt und in den Vordergrund gestellt. Und das hat natürlich ganz interessante Sachen gebracht. Wir haben bei der Konferenz im Februar, haben wir da gehabt, Richard Wirth, Scott Gonzalez und Jürgen Zefferer. Die drei sind Kernentwickler von jQuery UI. Das ist das Core-Team von jQuery UI. Die waren mit uns in Wien und haben einen Aloha-Editor entwickelt. Und der Richard ist zu mir gekommen und sagt, Heimer, what do I need to do to get such a T-Shirt? Ich habe gesagt, you need to contribute to Aloha-Editor. Und so ist er jetzt Contributor geworden. Das heißt, wir haben hochkarätige Contributoren. Wir haben den Sebastian Kurfürst und den Nils Dehl, Christopher Lubeck, sind drei Core-Entwickler von Typo3, die beim Aloha-Editor mitentwickeln. Also es sind ganz super Entwickler, JavaScript-Entwickler, die mitentwickeln. Und wir haben Übersetzer, die in über 30 Sprachen übersetzen. Die werden alle auf der Webseite dargestellt und die kriegen ein Sternel, wenn die Sprache schon fertig übersetzt ist. Das heißt, auch die Übersetzer werden als Translation Heroes bezeichnet. Das heißt, wir stellen einfach die Leute in den Vordergrund, dass sie sich
motiviert fühlen, Teil dieses Teams zu sein, Teil vom Aloe Editor, weil das ist cool. Was sind jetzt die Kernfaktoren, damit das auch funktioniert in Long Term? Don't freeze the trunk, also immer weiterentwickeln. Wir haben wöchentliche Skype-Calls. Der wichtigste Punkt bei Skype-Calls ist, sag, was du machst. Es ist okay, wenn du nichts machst die nächste Woche, aber dann sag's. Und das sagt er einmal oder zweimal. Das dritte Mal traut er sich niemand zu sagen, nein, mach nichts. Also wird laufend weiterentwickelt. Leute werden wechseln. Das heißt, gehen Leute raus, kommen Leute rein, das ist normal. Das ist ein unglaublicher, wichtiger Punkt. Be extremely kind. Danke, 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 Hero. Immer sagen. Extra und überbetonen. Das kann man gar nicht genug betonen. Das ist für die Leute extrem wichtig für die Motivation. Konferenzen, Konferenzen, Konferenzen. Hingehen, sprechen, veranstalten. Und das ist das, was wir machen. Das ist mein Programm für heuer. Wir haben in Wien die Konferenz gemacht, die Aloe Editor Konferenz. Wir haben jetzt nächste Woche in San Francisco die Aloe Konferenz und wir haben im September in Sydney die Aloe Konferenz. Das heißt, wir haben weltweit verteilt Aloe Konferenzen, die wir veranstalten. Und ich war auf der jQuery Konferenz in San Francisco als Vortragender, Drupal Gov Days und so weiter. Das heißt, ich halte konstanten Kontakt mit den anderen Communities. Und es gibt nicht sehr viele Leute, die mit John Resig von jQuery, mit Dries von Drupal und mit Robert Lemke von Typo3 über Community Building sprechen. Das heißt, ich kann unglaublich viel lernen von Typo3, von Drupal, von jQuery. Und Typo3 ist aus meiner Sicht der besten ausgeprägte Community bis jetzt, auch mit den besten Interessen. Das war in Wien, Richard Wirth und Scott Gonzalez, das sind ein paar Impressionen von unserer Konferenz und von den Entwicklern, an welchen Paketen sie arbeiten. Was natürlich wichtig ist, ist, wie unser Entwicklungsprozess funktioniert, wie tun wir branchen, wie wird sozusagen die ganze Entwicklung organisiert, das ist eine organisatorische Sache, da kann ich einfach nur auf dieses Modell hinweisen, wenn jemand Interesse hat, kann er natürlich sprechen. Wir haben eine öffentliche Roadmap, mit der wir entwickeln, wo auch die Entwickler mit tun können und da gibt es ein paar andere Informationen zu Roadmap, aber wir haben jetzt keine Zeit mehr darüber zu erzählen. Wir laden natürlich die Leute aktiv ein zu contributen, wir sagen ihnen, was sie tun können. Weil die kommen nicht her und tun was selber, sondern wir müssen ihnen sagen, was zu tun ist. Nur dann tun sie es auch. Und wir machen natürlich outstanding examples, wie den Cube, den ich gezeigt habe. Viele von Ihnen werden über den sprechen. Unglaublich, wie der Editor funktioniert, an Würfel, der sich dreht, kann man bearbeiten. Solche Sachen sind wichtig, damit darüber gesprochen wird. Wir haben eine Marke, die wir kommunizieren, die wir aktiv kommunizieren und wo wir auch natürlich die Leute einladen, dass sie das auf ihrer Webseite kommunizieren oder Gadgets kaufen. Also sehr viel Kommunikation, Community Building und Personen in den Mittelpunkt stellen, kontinuierliche Meetings. Das sind die Kernpunkte, die ich Ihnen mitgeben kann. Wie gesagt, 6. bis 8. Juni San Francisco, die Konferenz, die wir haben. Und zusammenfassend möchte ich jetzt nur sagen, man braucht ein Use Case, bei Aloe Editor ist das Content Editable Usable. Open eine Plugin-Infrastruktur, damit das angewendet werden kann, die Technik. Die Community muss am Leben gehalten werden, durch Konferenzen, Kommunikation, in den Vordergrund stellen, laufend immer wieder wälzen. Die Roadmap muss öffentlich sein und muss aktiv gewartet und gepflegt werden. Und man muss natürlich sprechen, sprechen, sprechen. Das sind die Learnings, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, in einem Jahr Community Building mit dem Aloe Editor. Dankeschön. Wahnsinnsaufgabe. Kann ich gratulieren. Okay. Eins, zwei Fragen. Das heißt, der Aloe Editor ist so einzusetzen, sinngemäß jetzt, so wie der TinyMC. Also ich kann ihn austauschen. Können Sie austauschen, ja. Okay. Er kann natürlich mit mehr, dann müssen Sie auch mehr tun, aber grundsätzlich können Sie ihn auch nur einfach ersetzen. Ja. Wie sieht das Geschäftsmodell der Gentex unter dieser Entwicklung aus? Die Gentex steht jetzt hier zum Beispiel und spricht über den Aloe Editor und wir sind auf dem Weg, den besten Editor zu machen, der natürlich unser CMS auch aufwertet. Das heißt, wir haben eine Editing-Technologie, die wir auch in unserem CMS machen. Wir sprechen mit allen großen Open-Source-CMS-Herstellern über deren Strategie, wie die sich positionieren im Markt und wie die sich in Zukunft positionieren. Das heißt, wir kriegen ein Markt-Know-how, das andere Hersteller nicht haben. Und als Gentex positionieren wir uns in diesem Markt natürlich, in der Nische, wo wir perfekt funktionieren. Wir haben nicht 50% Marktanteil, wir haben vielleicht 5 Promille,
Aber in diesen 5 Promille sind wir die beste Lösung. Und die können wir besser abgrenzen, wenn wir wissen, was die anderen machen. Gerne. Security. Ja. Das ist ja riesengroß sein dahinter. Wer hat welche Berechtigungen? Wer darf was? Wie abgesichert? Aber es wäre ein neuer Vortrag. Mhm. Das ist auch jetzt nicht unbedingt Aufgabe vom Allo-Editor, weil das von der Implementierung, ja, selbstverständlich. Also das ist ja nur ein Tool, das ich mal bearbeiten kann, aber wie ich es dann einsetze und wer dann was tun darf, muss die darüberliegende Software dann bestimmen. Aber selbstverständlich, das sind natürlich Aspekte, die auch intensiv diskutiert werden. Wie auch wir natürlich ganz intensiv mit semantischen Daten arbeiten, als Allo-Editor auch bei vielen semantischen Projekten dabei sein und natürlich sehr aktiv sein. Weil ich glaube, dass das die Zukunft ist und kein Editor beschäftigt sich mit dem Thema zurzeit. Also da sehe ich auch sehr gute Marktchancen im semantischen Bereich. Kann man nur gratulieren? Eine kleine Frage. Ja.